Lass mich hier durch. Die labern noch. Von der Klinge eines Attentäters abgestochen wurde. Was geht da vor sich? Schön, wie du dich ausdrücken kannst. Aber jetzt halt die Klappe. Mir wurde gesagt, dass hier noch ein paar Infizierte herumlaufen könnten. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus. Aber ich hatte so viel mit ihnen. So, am besten wäre doch hier die Bahn, oder nicht? So. Wenn man mal vorbeikommen würde. Die nicht noch mal vorbei? Dann muss ich die holen. Alter, da sind so viele von den Dingern. Da hinten könnte sie losfahren. Da ist kein Wagen. Ja. Oh, da! Da, 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 da! Oh, schnell, 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 schnell! Hoch, 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 hoch! Komm zurück! Komm zurück! Weiter. Okay. So, nochmal drauf. So, jetzt vorne ein bisschen schneller. Fuck you, warum? Das nicht. Oh, was ist das denn? Ganz ehrlich, ey. Warum kann er sich nicht. Das ist zu hoch, ne? Das ist viel zu hoch. Ich gehe jetzt auch so davon noch weiter. Ich weiß nicht mal, ob ich das da richtig mache. Kommt da noch eine Barriere oder wie habe ich das gerade gesehen? Ah, da ist noch eine Barriere. Ich muss, oh Gott. Ich denke, ich muss.
muss halt da drauf, kann man, dass es nicht geht. Zum Rand des Hafenviertels. Oh. Ich finde einen Weg durch die Kanalisation zum Pub. Zum Pub. Ich gehe nochmal zum Pub zurück. Da werde ich aufräumen. Ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Oh. Küchlein Shelf. Stimmt, wo ist Slackjaw? Generalschlüssel. Reden. Du bist der maskierte Kerl, der alle Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gib nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Weiter? Weiter. Slackjaw. Wo ist der Kackschlüssel? Hä? Oh Mann, ey. Das ist wieder komische Markierung. Aber gut. Das ist nicht so verwirrend. Wenn man bei der Markierung ankommt. Hässliche Fett und all die Sehnen abkochen und ein schönes Lied in deine Knochen schnitzen. Hallo! Ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich! Stärker als Knochen, ein Schädel voller List und Tücke, Wahlgalle, Knochenhaufen abgekratzt, weiß poliert, entzündetes Feuer, brutzendes Fett, große schwarze Klumpen, Laich, Brenne, Brenne, Federn, Vogel mit wahnsinnigem Blick, viel zu Boden, Samen, Nesseln, Nadeln, Sehnen. Ein wenig rühren. Ich machen! Bestes Rezept ever. Ruhe jetzt! Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Bring mich nicht um! Lumpengräfin, stopp! Hör auf! Hallo. Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Was für ein Gentleman so du bist, der Lumpengräfin beim Kochen zu helfen. Wir werden heute Abend gut essen, Geliebter. Erst musst du ihn töten, damit er nicht aus dem Topf herauskriecht. Was machst du da? Hör zu, Corvo, hilf ihr nicht! Was machst du da? Du hilfst ihr? Die ist total bekloppt. Ich kann dich belohnen. Was willst du? Geld, Waffen?
Griffin's Lecture. Erst musst du ihn abstechen. Sie hat den Schlüssel. Entweder sie um oder ihn. Wird beides wahrscheinlich blöd laufen. Du musst ihn erst töten. Dann können wir die Ketten entfernen. Ich speichere mal, was passiert, wenn ich sie angreife. Zieh dich um. Da ist ein Edelstein mit dem Bild eines jungen Mädchens. Das ist sie. Zerstör ihn im Ofen. In ihren Büchern steht, dies sei der einzige Weg, sie zu töten. Ich weiß, der Stein sieht nicht aus wie sie. Aber soll sie darstellen, als sie jung war? Daraus zieht sie ihre Kraft. Wirf ihn in den Ofen. Verbrenn ihn und sie ist tot. Alles, was du kannst, Liebling, das reicht nicht. Verbergt mich vor seinem Blick. Verbergt mich. Hallo! Du denkst, dass du ihn retten wirst? Ist es nicht wert. Nun wird die Lumpengräfin dich töten. Ja. Schließe seine Ketten für mich auf, Liebling. Hier ist der Schlüssel. Hä? Wo ist der Schlüssel? Nur zu. Schließe seine Ketten auf, Geliebter. Schließ die Ketten auf. So ist's recht. Heb ihn hoch und wirf ihn in den Topf. Na los. Alter, jetzt koche ich den. Oh. Okay. Lumpengräfin. Oh, vielen Dank. Was für eine große Hilfe du warst. Ich lasse ihn jetzt ein wenig kochen. Nur zu, nimm deine Geschenke und geh. Die Lumpengräfin hat zu tun. Was sind meine Geschenke? Rücklauf. Letztes Geschenk. Alter Falter. Betäubungsbolzen. Forschertagebuch. Der Outsider. Ofen öffnen. Alles. Sextant, Holzenkugeln, Karte. Superkarte. Geheimkontinent. Letztes Geschenk. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Den überschwemmten Ruinen entronnen. Und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Daud, du hast gerade den größten Attentäter der Welt getötet. Aus Liebe zur Kaiserin oder zu Emily? Oder war es das Urverlangen, dich über andere Männer zu erheben? Weißt du selbst den Grund? Naja, ich konnte es tun. Also habe ich es gemacht. Der war gemein zu mir. Moment, ich habe den Schlüssel noch gar nicht, oder? So nett.
ne? Doch, ich hab den Schlüssel. Ach du Scheiße. Plötzlich von irgendwoher angespuckt. Da bin ich hier. Öffne dich. Weiner. Einfach weiter rennen, oder? Zurück. So. Das ist jetzt so blöd. Spiel 9, F9. R nehmen wir mal. Raus. 40 Meter noch. 20 Meter noch. Zum Hound Pets Pub. Gucken, was da los ist. Oh, endlich. 3 von 5, 1 von 8. 8 Stück. Kamel von Sokolov. 5000 Münzen wären drin gewesen. Na gut. Die ganzen Gemälde hängen lässt. Hallo. Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Havelock rief uns in den Garten, aber es ging mir nicht gut. Ich sah vom Dachboden aus zu. Er hatte ein Entermesser. Erst stach er Wallace mitten ins Auge, tötete Lydia und dann erschoss er Callista von hinten. Emily sah alles. Havelock schrie etwas über die Dinge, die er getan hätte und die keiner wissen dürfe. Pendleton konnte niemandem ins Gesicht sehen. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Gott. Ich hab den Wolf vernichtet und ein Monster erschaffen. Was soll ich sagen? Wird heute eine große Feier geben. Bei der letzten Krönung war ich noch ein Kind. Wenn wir bis dahin überleben.
Siehst du das Chaos hier? F5 kommt. Jetzt wird hier vergiftet und in den Fluss geworfen. Schön weggemacht. Kack Tallman, Mann. Wusste ich mal wieder nicht, dass da so einer langläuft. Das Chaos hier. Ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Vergiftet und in den Fluss geworfen. Der ist lange weg. Maske in den Fluss geworfen und weg. Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er. Du musst den Verstand deines Großen nichts was. Zu den Waffen! Verdammt! Was? Könnte zurückkommen. Ich brauche dich. Oh, Pistole. Wenn du dich zu mir. F. Ach du Scheiße, ich habe mich die ganze Zeit geheilt, anstatt F zu drücken. Hoffentlich habe ich noch was. Ich glaube, ich gehe erstmal zu Emily hoch. Gucken, wie es ihr geht. Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst. Und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte, die Tür zu meinem alten Turm abschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsborough Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. So, wo ist der Idiot? Ganz unten war er, hat sich da verkrachen. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörer zum Hound Pits Pub zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach den Noctur-Philosophien Piero Joplin und anderen Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnung zum verbesserten Blitzpfeiler sicherzustellen, an dem die beiden gearbeitet haben. Unterziehen Sie den beiden ein gründliches Verhör und wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über die Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit allen Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und sein Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Cordwyn bei mir im Leuchtturm auf Kingsborough Island. Was gibt's auf dem Balkon? Mit jemandem von meinem Niveau zu reden.
Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Hallo. Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Chiros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent. Ich konstruiere, was Sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Ja, mal gespannt jetzt. Verbesserung. Brauche ich nicht. Verbesserte Rüstung. Senkt den roten Schaden, ja, auf jeden Fall. Also Kugelkapazität hoch. Wir kaufen uns ein paar Kugeln und Armbrustis. So. Wir brauchen den Bauplan, sonst können wir unser Werk nicht vollenden. So, ohne. Ja, wie viel Runen haben wir? Knochen. Eine bewirken weniger Schaden, ja. Beherrschung. Blutdurst. Das mache ich. Eins für eins Runen gefunden. Hallo. Lock alles immer leider alles zu gemauert. Juhu. Au. Umzingelt ihn! Warum patrouilliert ihr? Aha. Helft mir ihn zu Ich war Fuck! Kann man nicht mal. Ach, Rechtsklick 1. Ich weiß nicht, wo ich bin. Jetzt! Aus der Schusslinie! Acht. Wo kommen die denn jetzt alle wieder her? Hm? Muss ich hin? Kalista? Nee. Locks alte Schlafzimmer. So, hier. Chiros Blitzpfeilerpläne. So, alles wieder zurück. Runter und raus. Chiro. Bin ich. Unerwartet. Nein, hier sind die Baupläne. Erstaunlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir das bringt. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, Asche, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Toll. Davon hätte ich ausgehen sollen. Nur eine kleine Justierung, dann sind wir startklar. Weg mit dem. Alles ist fertig, Corvo.
Wir müssen das Gerät nur noch aktivieren. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Wo ist dieser Tank? Blitzpfeiler-Tankfach, was?